14 zu. Da vorne sehen Sie im Bild vorne rechts, das ist die Kelvin van der Linde Gedächtnisspur, die da gerade ausgeht von heute Morgen. Raffaele Marcello bestimmt also das Tempo, er gibt die Pace vor. Der Korridor wird gebildet, Saisonfinale 2020 in der Motorsportarena Oschersleben. Ampel sind auf Rot geschaltet, der Start ist jetzt freigegeben und damit geht's ins Finale. Van der Linde geht zur Grenzwehr und da gibt's einen riesen Abflug. Das ist jetzt, kann ich jetzt schon sagen, das ist Rot. Also Tim Zimmermann bekommt da auch noch einen gehörig ab. Ein Rad ist da irgendwo flöten gegangen. Van der Linde stand urplötzlich komplett quer. Das Thema ist durch. Van der Linde ist raus aus der Meisterschaft. Van der Linde, der mit dem gelben Streifen, setzt sich jetzt neben Tim Zimmermann. Dann ist er etwas draußen auf der Wiese, will zurückkommen. Ah. Ja, und verliert ein Stück weit das Auto in diese Richtung. Ja, und dann rappelt es im Karton. Und dann kommt auch Ende der Schubert BMWs, trifft dort noch mal das Auto. Der Küss, das 75 Bernhard Porsche noch hinten. Hinten durchs ADAC-Schild hindurch. Ja, und dann können wir wirklich von Glück reden, dass da nicht noch mehr passiert. Aber hier sieht man es nochmal. Jetzt kommt Kelvin van der Linde mit viel, viel Überschuss an. Mhm. Kommt jetzt über die Wiese, Tim Zimmermann. Jetzt kommt er quer. Keine Chance. Tja, und dann hast du natürlich dementsprechend keine Chance mehr. Tim Zimmermann nicht, Chris Mies auch nicht. Dann, glaube ich, können wir von Glück reden, dass dieses abgeflogene und abgerissene Rad dort niemanden mehr weiter getroffen hat. Und dass vor allen Dingen dann alle hinten auch sehr, sehr aufmerksam waren. Auch wenn das natürlich für die jetzt, ja, schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht von Kelvin van der Linde an, aus der Onboard-Kamera. Ja, da wurde schlicht und ergreifend, und weißt du, wer da auch richtig Schwein gehabt hat noch? Der Plücot Herbert Motorsport Porsche. Ja. Aber da wurde das Feld einfach noch einmal deutlich langsamer.